Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2 The Golden Mask im Level Hochofen der Götter auf Englisch für Nays of the Gods. Ja, wir speichern nochmal ab, Host Gold überspeichern und wird uns in diesen großen Raum begeben und uns die Gegner betrachten, die wahrscheinlich gleich auftreten werden. Ja, stimmt so alles, genau. Die wollten wir uns dann mal angucken, wenn die dann irgendwann mal kommen. Ich würde sagen, wir gehen die Treppe hier mal runter. Ein bisschen Angst, weil auch einige auf einmal kommen. Deswegen ist er jetzt die Uzi auch am Mann, glaube ich. Mit 900 Schuss, über 900. Das ist gut. Und sobald wir da unten reingehen, kommen sie. Und wenn wir schon sehen, da unten, wenn ihr das vielleicht seht, müsstet ihr aber eigentlich durch die HD-Auflösung sehen, da auf dem Gold liegt irgendein Gegenstand. So genau da, bisschen wo Lever, also ein bisschen über Levers Kopf, liegt sowas. Und das sind Goldklumpen, die müssen wir später einsetzen. Ich weiß nicht genau wo, aber irgendwo auf jeden Fall. Ich habe übrigens jetzt gestern noch hinbekommen, Tomb Raider The Lost Artifact zum Laufen zu kriegen. Durch einen lieben Let's Player, mehr will ich dazu jetzt nicht sagen. Der hat mir da ein bisschen geholfen. Und ich kann auch The Lost Artifact spielen. Das werde ich auch bald spielen, weil ich habe Tomb Raider 3 ja auch durch und die Director's Cuts dürfen einfach nicht fehlen. Die dürfen nicht 2 Jahre später kommen. Deswegen nach The Golden Mask dann direkt The Lost Artifact. Wenn Tomb Raider 1 fertig ist, werde ich Tomb Raider Unfinished Business Remake auch nochmal neu machen, weil die Qualität da so niedrig war. Dass das wenigstens ordentlich ist. Okay. Die Gegner sind jetzt auch schon um einige schwerer, wie ich finde. Also die Schwierigkeit steigt. Gucken, was der schon mal dabei hat. Aha. Der hat M16 Munition. Also es ist ja so viel M16 Munition. Inzwischen haben wir hier 715 Schuss. Gut fürs nächste Level, sage ich bloß. Da ist sie ganz gut zu gebrauchen, aber auch die Uzi, wir haben sowieso viel zu viel Munition, deswegen alles verplempern hier. Es kommt noch mehr. Ja. Wo ist der hin? Hin? Okay. Wir blinken, aber es ist okay. Muss sowieso noch kein Medipack nehmen. Wenn er so noch ein großes bestimmt nehmen im Level. Der hat nämlich schon mal ein kleines Medipack verloren. Der legt auch schon wieder irgendwo ein kleines Medipack, nämlich da unten. Auf diesem Klotz. Ich komme es nochmal genauer sehen, da liegt so ein Goldklumpen. Deswegen wollen wir jetzt auch schon mal ein Medipack nehmen. Also gleich, wenn wir die anderen Medipacks dann aufgehoben haben, werden wir mal ein kleines nehmen. Das reicht, weil ich weiß nicht, ob wir dann noch eins brauchen. Ich denke schon, aber okay, gucken wir jetzt erstmal, wo die alle gestorben sind. Hier ist schon mal ein Schalter. Schon mal gut. Wir gucken aber erstmal, was die anderen zwei Gegner alle verloren haben. Wenn die was verloren haben. Achso, hier kommt man auch bloß direkt hier rein. Ah, hier kommt man raus. Okay. Also der hier hat Uzi-Munition. Aha. Einmal. Sehr schön, weil wir mit der jetzt auch geschossen haben. Und hier ein kleines Medipack. Aha. Genau. Hält man das andere kleine Medipack, was da noch war, auf dem Block auch noch auf. Und dann können wir mal eins nehmen. Das heißt mal, wir hatten dann gleich 26 kleine Medipacks und haben jetzt auch 10 große. Ich nehme jetzt da wirklich lieber irgendwie große Medipacks und einfach mehr bringen. Aber jetzt werde ich gleich mal ein kleines nehmen. Das habe ich, glaube ich, immer nur große bisher genommen. Geil! Sehr geil, das war nicht geplant. Habe ich das Circuit schon aufgehoben von allen beiden? Ja. Da hinten ist das doch nie, da kamen wir, glaube ich, her. Ach ja, genau hier, das müssen wir uns merken. Das Gebiet hier wird später geflutet. Das heißt, es wird ein bisschen schwerer sein, das hier oben wieder zu finden. Hier muss dann dieser... Ja, die kommt da nicht rein, Leute. Nee. Hier muss dann später der Goldklumpen rein. Damit sich dann die Tür öffnet. Und da war auch bei Horizon 80 dann so ein Bug. Das fand ich lustig. Da hat sie sich ja die ganze Zeit im Kreis gedreht, Lara. Aber das spielt nicht zur Sache. Also das wird nachher alles geflutet, somit ist das ein bisschen schwieriger dann zu finden. Und da, also da unten auf dem flüssigen Gold liegen auch dann ein paar Gegenstände, also vor allen Dingen Munition. Komme ich jetzt hier am besten hin? Na, war auch fast so viel. Da liegen auch Harpunenpfeile und sowas. Ein Wasser dann drin ist, dann kann man auch an der Erdohr, also unten an dem heißen Gold eigentlich rumschwimmen, aber man verbrennt dann nicht mehr. Kleines Medipack liegt hier. Nehmen wir direkt ein. 26. Und speichern auf diesem Block ab. Sehr schön. So. Ich mache mich jetzt wieder mal hier nach oben, wenn das geht. Nein! Du bist auch blöd, Lara. Oh, richtig dusselig bist du. Ich glaube, das ist zu weit für sie. Da kommt sie da hoch. Doch, sie kommt da hoch.
Okay, nochmal speichern. Hier rüber. So, jetzt gucken wir uns mal nach dem Schalter um, der da war. Oder ich gehe erstmal kurz hier hin. Kann man nicht irgendwie her aus der Richtung irgendwo? Okay. Liegt hier oben was? Erstmal schön umschauen. Hier kamen wir, glaube ich, her. Ja, hier kamen wir her. Genau. Okay. Nein! Achso, hier war noch eine Lücke. Toll. Ach, und sagt würde hier oben, das ist schön. Sehr schön. Jetzt gehen wir zum Schalter, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, ob jetzt hier noch irgendwas anderes ist. Kommen wir hier hoch? Ah, wir kommen hier so. Oh, da hat sich leider die Wand verpflanzt. Liegt hier oben vielleicht was? Könnte hier ein Secret sein, irgendwo hier oben. Ja, jetzt untersuche ich jetzt erstmal alles, ob hier oben irgendwas ist. Ich komme noch in irgendwelche Dinger hier überhaupt nicht rein. Normalerweise. Hier müssen wir dann aber normalerweise auch reinkommen. Ja, da sind wir jetzt hier. Oui. Da waren wir auch gerade drauf. Da hinten können wir nochmal gucken. Was ist eigentlich hier? Und hier auf der anderen Seite? Hier kann man, glaube ich, auch her. Ach, keine Ahnung, Leute. Fragt mich doch nicht. Ich weiß, dass wir gleich den Schalter drücken. Der wird uns wahrscheinlich schon was bringen. Ach, da drüben? Automatikmunition drin. Ja. Gehe ich jetzt hier wieder runter, liegt sowieso nichts, hoffentlich. Weil ich gehe erstmal kurz darüber gucken, denn da lag gerade eben Automatikmunition. Das habe ich von oben gesehen. Oh Gott, das war jetzt ein bisschen knapp. Genau. Ich hätte dir auch die Automatik gelegen, wenn man sie immer noch nicht gehabt hätte. Aha. So, einmal. Automatikmunition. Ja, hier wird man wirklich zugeballert, wie man schon merkt. Noch was? Nee. Ach so, jetzt ist ja ein kleiner Durchgang nur. Wie viel haben wir davon jetzt? 440. Okay, dann machen wir uns jetzt wieder da hoch und drücken jetzt wirklich den Schalter. Also jetzt ist wirklich mal gut. Jetzt ist es Not, den Schalter zu drücken. Ich glaube, jetzt gibt es ja nicht mehr viele andere Möglichkeiten. So, hier gehen wir zum Hebel. So, jetzt passiert bestimmt ein Gegner ausgelöst auch. Ach, da war, das haben wir vorhin gesehen. Da war es, glaube ich, geflutet oder so. Das haben wir vorhin irgendwo gesehen. Also ich meine, in der letzten Folge, irgendwo am Ende, glaube ich, haben wir auch dieses Türchen gesehen. Ist nicht da, wo der Goldklumpen eingesetzt werden muss? Na klar, ist das da nicht, ist ja klar. Aber vielleicht war das irgendwo hier oben. Untersuchen. Okay. Hier irgendwo. Ja, da. Hier, und da kam direkt der erste Gegner. Genau, das war Stoff der letzten Folge oder Stoff des letzten Gebietes. So. Was ist jetzt geflutet? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wo ist das? Oh, hier geht's runter. Ist es zufällig da? Ich weiß es nicht. Ist es da? Sehe ich ja gerade so. Ja, hier ist doch was. Ja, oh, gar nicht. Das ist mir jetzt gerade so zufällig aufgefallen. Ich hätte jetzt überlegt, hä, wo war das denn, was wir gerade aufgemacht haben, also hochgefahren haben. Hier waren wir doch schon, oder? Ja, ne? Aber jetzt ist ja... Ja, hier waren wir schon. Können wir nicht hier sogar her? Da ist nur flüssiges Gold. Okay, also hier waren wir jetzt wirklich schon. Also hier kamen wir, glaube ich, auch sogar her. Kamen wir doch von dieser Richtung. Und da war die Kugel drin. Da habe ich doch noch einen anderen Weg. Ja, alles ja absuchen. Weil ich habe keine Ahnung, wo das jetzt geöffnet haben. Also ihr seht schon, die ersten zwei Level, da war ich mir bedeutend sicherer. Wird mir das alles auch ein bisschen... Bin ich mir ein bisschen unsicherer, wo was ist. Und hier habe ich gerade überhaupt keine Ahnung. Die ersten Level und das Bonus-Level habe ich sowieso viel öfter geschaut, als jetzt diese zwei letzten Level des Director's Cuts. Ja, aber wir haben schon Wasser drin, wie ich sehe. Ich weiß nicht, ob wir... Sie haben jetzt schon Wasser reingefüllt, wie man sieht. Ich weiß nicht, ob jetzt hier... Ja, man sieht schon, es ist alles ein bisschen goldfarben. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob wir doch in den anderen Gang rein sollten, ob da ein Schlüssel oder so drin liegt, weil den Goldklumpen können wir jetzt aufheben und können ihn... Ach, es kann aber sein, das könnte sein, dass wir... Da hinten ist es übrigens, nicht vergessen, da hinten können wir den Goldklumpen einsetzen.
dass wir den dann da einsetzen müssen. Das können wir auch noch tun. Dann kommen wir in den neuen Raum rein und dann ist irgendwann später halt ein Gitter hochgefahren. Oder ist das, was wir gerade geöffnet haben, ist das auch nur so ein Weg zum Geheimnis? Ich weiß es nicht. Aber wenn wir den Goldklumpen da drüben einsetzen, dann geht es generell auch weiter. Und der Goldklumpen liegt im Wasser. Das heißt, es kann gar nicht so wichtig... Oh. Kann gar nicht so wichtig gewesen sein, das eine, also diese... Okay, ist ein Fischchen. Diese Klappe da gerade hochzufahren. Also... Ich glaube, es ist noch ein anderer Fisch. Also noch einer der gleichen Sorte, aber... Hier ist noch irgendein zweiter Fisch, das weiß ich. Na gut. Habe ich gerade schon gespeichert? Ich glaube schon. Ist mir aber auch gerade egal. Gott, nur noch ein Speicherstand mit Forest Gold. Okay, jetzt gucken wir mal hier, was hier alles ist. Wenn nicht, kann ich mir die Harpune gleich nehmen. Oh Gott, die Harpune. Also hier haben wir erstmal den Goldklumpen, ne? Wo da ein komischer Schatten ist, warum auch immer. So. Gold Nuggets, genau. Gold Nugget heißen die Teile. Goldklumpen. So, hier wären wir vorher auch nicht rangekommen. Liegt ein großes Medipack. Da haben wir jetzt 11. Das ist schön. Okay. Haben noch genug Luft erstmal. Alles durchsuchen, dass wir auch ja keine Munition liegen lassen, aber wir sowieso genug haben. Harpunenpfeile. Zweimal. Wie viel haben wir davon jetzt eigentlich? Fast 30. 29. Für die Harpune eigentlich nicht so viel, aber... Ich glaube, irgendwo liegt noch Automatikmunition, wenn ich mich nicht täusche. Irgendwo... Ja, genau hier. Gehen weg, aber da liegt sogar zweimal Automatikmunition. Die hole ich mir später gleich, weil ich... Das sind sogar zwei Fische. Kommt mal mit. Ich will euch erstmal killen. Killen! Ja, die sind alle beide tot. Speichern. Dankeschön. So, jetzt gucken wir mal, ne? Wow, tut weh. So, wo war denn das jetzt? Ach du Scheiße. Irgendwo hier? Ich weiß es nicht. Ja, hier. Einmal Automatikmunition. Da drüben nochmal. Also, hier liegt sie sogar zweimal rum. 560. Schön. Wann will ich das alles verbrauchen? Das ist viel zu viel. Jetzt haben wir eine Folge nur in diesem kompletten Raum hier verbracht. Wir haben noch 2,5 Minuten eigentlich. Jetzt suche ich hier nochmal alles ab. Okay, ich glaube, wir haben jetzt das größte meiste Zeug aufgehoben. Entschuldigung. Gott. Ich glaube, wir haben das meiste Zeug jetzt aufgehoben. So. Schimmelt schon mal dahin. Setzen das Teil schon mal ein und erkunden schon mal den neuen Raum, weil lange haben wir nicht mehr. Es hat jetzt nicht mehr so viel Sinn, da reinzugehen und noch was Großes zu machen. Das ist aber, glaube ich, so mit der letzte Raum. Also das ist so, glaube ich, so nicht mehr, also das Levelende, das ist nicht mehr so weit entfernt. Also eine Folge brauchen wir auf jeden Fall noch, aber ich weiß nicht, ob dann nochmal eine gebraucht wird. Ich glaube nicht. Wir hätten jetzt auch nur noch knapp 1,5 Minuten, also wir können uns den Raum mal anschauen. Genau, dann als Reisen macht sie uns ja richtig scheiße. Oh Gott, das sticht da voll in die Brust von ihr rein. Guck doch mal. Au! Es geht voll durch die Brust durch. Au! Lara, das ist ja wirklich, also, unfassbar. Jetzt überspreche ich den letzten, nee, mache ich nicht. Lara voll mit, dem Brustgebiet durch diese, durch diesen Klumpen. Aua, das muss wehtun. Okay. Ja, wir gucken jetzt den Raum. Also hier war bei Horizon 80, als sie das den Part gespielt hat, der Bug, dass sie die ganze Zeit Lever hochgesprungen ist. Dann hat sie das behoben irgendwie, dann ist sie die ganze Zeit hier so im Kreis gerannt und man konnte nicht wirklich irgendwie lenken, weil sie die ganze Zeit im Kreis gelaufen ist. Da kann man natürlich, wenn man das die ganze Zeit drückt, kann man halt nur ein bisschen geradeaus irgendwie drücken und dann läuft sie wieder schief. Wenn man durchs Menü gegangen ist, ist es die ganze Zeit halt so die ganze Zeit hin und her gegangen. Also es war wirklich krass, aber es war lustig. So. Genau. Dieser Raum erwartet uns dann in der nächsten Folge wahrscheinlich, ja, wird er auch. Also, wir sehen jetzt hier vorab schon mal, da hinten liegen Fackeln, das dauert auch lange, immer die kriegt. Davor müssen wir diese Stachelwände links und rechts erstmal rausführen praktisch, also jetzt müssten die auch losgehen. Ja, diese Stachelwände müssen wir dann erstmal so ein bisschen, wie will ich sagen, rausführen, rauslocken und dann kommen wir dann auch schön hinten an die Fackeln dran, beziehungsweise da ist noch ein kleines Medipack dahinter und dann da rechts liegt, glaube ich, auch noch was. Da oben sehen wir schon wieder unsichtbare Mönche, falls ihr das seht, die werden auch wieder wach, aber die bringen uns dann später auch wieder nichts.
Wir müssen einfach ganz weit nach oben. Also wir müssen wirklich, unser Ziel ist es, da ganz oben irgendwann hinzukommen. Soweit kann der aber kaum hochgucken. Also ganz weit oben kommen. Also da kommen wir dann wirklich hoch. Und in der nächsten Folge oder spätestens in der übernächsten Folge werden wir dann das Level beenden. Es geht aber erstmal mit 3 Folgen Tomb Raider 1 weiter. Es geht erstmal mit 3 Folgen Tomb Raider 1 weiter. Also in 3-4 Tagen geht es dann weiter mit Tomb Raider 2. The Golden Mask. Bis dahin. Ciao, Leute.